Ja, meine Freunde, willkommen zurück zu einem neuen The Isle Video. Ich war ein wenig alleine unterwegs als kleiner Mini-Ceratosaurus und ja, dann passierte das. Junge, was ist denn hier los? Da liegt auf jeden Fall eine dicke, fette Leiche und ich höre ganz viel Geschrei, aber das hört sich an wie Pflanzenfresser, wenn ich ehrlich bin. Wir werden das Ganze mal abchecken. Oh ja. Eieiei, das ist eine riesige Pflanzenfressergruppe. Soll ich mal gucken, ob die friendly sind, wenn ich da ankomme? Tu mir bitte nix. Bitte tut mir nix. Was haben wir denn da alles? Trizis, Chantis und Stegos, wie es aussieht. Oh, und ein Terizino. Bitte nix tun. I'm just hungry. Nicht wehtun. Bitte nicht wehtun. Oh mein Gott, wie das aussieht. Wie der hier liegt. Der Rex. Über Kopf. Ich esse einfach mal. Ich kann gerade irgendwie nicht essen. Aber die scheinen mir nichts tun zu wollen. Ich kann nichts essen, ich bin satt. Aber was geht denn hier ab, ey? Das ist eine riesige Gruppe. Hier liegt auch noch irgendwas anderes Totes. Eieieiei. Terizino, wie es aussieht. Ich gehe ja schon. Oh mein Gott, jetzt kommt ein dicker Rex. Freunde. Eieiei. Gibt's jetzt hier Ärger? Der ist auch schon ordentlich am Bluten, der Rex. Ist auf jeden Fall auch ein Stego. Baby-Shanties. Ich stelle mich einfach mal dazwischen und trinke. Auf jeden Fall bin ich hier sicher und ich habe genug Fressen. Ich glaube, unten im Global schreiben die gerade. Ich habe extra gerade auf den Global Chat gewechselt. Hallo! Hallo du! Wie geht's? Ja? Ja, oh, guck mal, ich mache hier Freunde. Kleine Babyfreunde. Ja, guck mal, ein kleiner Mini-Shanti kommt auch noch dazu. Was macht er denn? Das ist ja echt eine lustige Truppe hier. Ich wäre auch gerne mal ein Shanti. Was macht der da mit mir? Das wird jetzt leider Nacht.
Aber ich glaube, ich sollte mich jetzt hier ein bisschen verziehen. Aber der Rex tut mir nichts, aber ich denke mal, der wird auch friedlich sein. Oh Gott. Er verteidigt das auf jeden Fall vor den... anderen Fleischfresser. Oh Gott, nicht mich machen. Darf ich was? Darf ich einen happen? Okay, anscheinend hat er nichts gegen mich. Das ist schon mal gut. Ich darf den Happen essen. Okay, ich verschwinde jetzt hier. Ich habe mich nur mal eben bedankt. Doch dann kam doch alles anders. Ich habe die nette Pflanzenfressergruppe im Global Chat gefragt, ob mich denn nicht einer von denen nesten könnte. Und genau das haben sie dann auch getan. Und dann sind wir auf einmal ein kleiner Shanti gewesen. Oh, ich bin ein Shanti. Oh, wie schön, sie haben mich eingeladen. Thank you so much. Hello, family. Jetzt bin ich ein kleiner Shanti. Ach, wie schön. Wo ist meine Mutter? Fragen wir doch mal. Yum. Yum ist meine Mutter. Hä? I don't know. Ach, wie süß. Jetzt bin ich Teil einer Shanti-Familie. Viele kleine Kinder hier auch noch sind, ist das süß. 1, 2, 3, 4. Und ganz viele Shantis. Dann haben wir noch ein paar Stegos, ein paar Terris. Ah, ist das eine schöne Gruppe. Da habe ich ja echt Glück gehabt. Oh, oh, Rex. Aber ein entspannter Rex, wie es aussieht. Die Mama trinkt neben dem Rex, dann habe ich, glaube ich, nichts zu befürchten von dem Rex da. Oh oh, kommt da was Böses oder warum? Rennt sie auf einmal los. Ah, ist nur ein Para. Ich schließe jetzt auch noch ein Para unserer Gruppe an, wie gut. Begrüße ich mal den Neuen. Gehen wir da mal hin. Sagen mal Hallo. Hallo Para. Schön, dass du hier bist. Hi. Wie geht's, wie steht's? Jetzt mal dem Rex Hallo sagen. Ich hoffe, der tut mir nichts. Hi Rex. Alles okay? Oh, was ist denn das da vorne? Ach, das ist ein Terry. Ah, okay. Warum stampfen die Kinder immer auf dem Boden? Könnte doch jemanden verletzen, oder nicht?
Ich meine, die machen wahrscheinlich keinen Schaden, aber trotzdem. Ja, meine Freunde, es ist endlich wieder morgens und ich bin ja als Shanti in der letzten Nacht ausgebrütet worden. Und es ist echt schön, als Shanti ein Teil von so einer großen und mächtigen, oh, das ist ein Dilo, Pflanzenfresser, ja, Herde zu sein. Wir haben hier Terris, wir haben hier Stegos, wir haben hier Paras, wir haben hier Trizis und natürlich Shantis jede Menge. Und das ist echt angenehm, wenn man den Schutz als kleines Baby genießen kann von so großen anderen Pflanzenfressern. Ich trinke jetzt erstmal ein bisschen was, frühstücke ein bisschen was. Oh Gott, der Dilo, vor dem habe ich ja ein bisschen Respekt, muss ich sagen. Was macht denn der Dilo da? Weiß ich nicht, ob der cool ist. Oh, da hinten ist noch ein anderer Dino. Der Triceratops ist da schon so hingegangen. Ich glaube, die wollen die so ein bisschen verscheuchen. Oh Gott, ich bleib mal hier lieber in der Mitte. Der hat aber auch einen Wendekreis, der Shanti, ne? Das ist echt schlimm. Muss man ja mal sagen. Ich will nochmal schnell was essen. Und dann will ich gucken, dass ich mich zwischen den großen Dinosauriern verstecke. Weil momentan sind hier echt ein paar viele große Fleischfresser, die mir ja nicht geheuer sind. Der einzige, der mir so ein bisschen geheuer ist, ist der T-Rex, der hier die ganze Zeit gechillt hat. Oh, da hinten sind... Ne, das sind die beiden auch wieder. Okay. Das sind keine neuen. Aber wir sind hier schon echt gut dabei. Ihr seht es ja hier. Teriyakis. Ich nenne sie mal Teriyaki. Ich weiß, sie heißen Terrazino. Der einzige, der cool ist, ist hier dieser Rexy. Der hat mir vorhin schon auch nichts getan. Oh, jetzt ist hier noch ein zweiter Rex. Ach du Schande. Ich bin gerade ein bisschen, ich habe ein bisschen Angst davor, dass hier gleich irgendwas passiert, was nicht passieren sollte. Aber die Rexes scheinen cool miteinander zu sein. Kann auch vielleicht daran liegen, dass hier, wegen dem Futter. Aber der Triceratops hat absolut keine Lust da hinten auf die, sind denn das? Ceras sind das, glaube ich, ne? Die verscheucht er immer. Der Dilo da ist auch so ganz gerissen. Ich glaube, der ist richtig hinterhältig. Da muss ich als kleines Kind auf jeden Fall vorsichtig sein. Lol. Der Dryo hat sich da eingebuddelt. Direkt neben den T-Rex. Da kommt er wieder raus. Da schaue ich doch mal vorbei. Hallo, ich bin Yashi hier. Will er auch rein? Ey! Ich will auch da rein. Wie geht denn das? Ich kann das, glaube ich, nicht, ne? Oh Gott. Da steht auf einmal der Dilo neben mir. Uncool. Ja, vor den beiden Rexys hier habe ich ja keine Angst, ne? Aber vor dem Dilo schon. Weil die Rexe, die sind hier wirklich schon lange am Chillen. Wobei, die dürfen uns, glaube ich, gar nicht killen, weil hier Food liegt. Ne? Hallo Rex. Oh Gott, ich bin hier wirklich im gefährlichen Bereich. Ich sollte wieder rüber zu meiner Family. Nicht, dass ich gleich weggesnackt werde. Oh Gott. Der Para, der scheint hier wirklich aufzupassen. Das ist aber gut. Der verscheucht die ganze Zeit die Ceras. Oh, guck mal, noch ein kleiner Rabuchi. No! Hallo du! Du bist ja noch kleiner als ich. Ist ja niedlich. Na, Leute, ich habe übrigens das Gefühl, ich bin das einzige Männchen hier. Ich meine, guck mal meinen Kopf an, wie schön farbenfroh der ist. Und alle anderen haben das nicht. Also ich glaube, das sind alles Weibchen. Am I the only boy here? Bin ich halt wirklich, oder? Lol. Oh Gott, das Essen ist alle. I don't trust those Dilos. Den vertraue ich halt wirklich nicht. Den Ceras auch nicht. Ich
habe das Gefühl, das ist hier so ein bisschen die Ruhe vor dem Sturm. Oh Gott. Da hinten wird schon rumgebrüllt. Macht jetzt hier keine Faxen. Und wie es mit der Shanti-Familie weitergeht, das seht ihr in der nächsten Folge. Falls es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Like freuen. Und falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr auch gerne kostenlos abonnieren. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut. Euer Dandy.